27. September 2020, 19.22 Uhr. Wir sind hier abseits der Demonstration von Schülerinnen und Schülern gegen die Maskenpflicht in Nürnberg. Ich spreche mit der lieben Alicia. Genau. 17 Jahre Schülerin. Genau. Also hallo erstmal, ich bin die Alicia, 17 Jahre alt, wie eben gerade eben schon gesagt worden ist. Also es hat eben, ich erzähle mal jetzt ein bisschen was, es hat eben damit angefangen, dass eben wir letztes Jahr die Masken tragen mussten. Mir ging es nicht besonders gut, ich habe eh schon Vorerkrankungen. Dann hat es natürlich auch dieses Jahr angefangen, dass wir auch im Unterricht Masken tragen mussten, was für mich überhaupt nicht leicht war, weil ich zudem schon so Atemprobleme habe. Einfach auch die, ich habe gemerkt, mir wird schwindelig, mir geht es einfach nicht gut mit der Maske. Ich habe auch Herzprobleme, wirklich sehr starke Herzprobleme. Und das war mit der Maske dann natürlich ziemlich kontraproduktiv, sie aufzusetzen. Ich hatte in dem Sinne keine Wahl. Also entweder man setzt die Maske auf oder man ist Außenseiter, würde ich jetzt mal sagen. Und genau, dann war ich eben beim Arzt, weil es mir dann wirklich mal einen Schultag so schlecht ging, dass es gar nicht mehr ging. Ich wurde dann auch von der Schule abgeholt, wir sind dann zum Arzt gefahren. Und was hattest du da für Symptome oder was war da los? Symptome, also wie gesagt, mir war ziemlich schwindelig, ich hatte totale Kopfschmerzen, ich habe ziemlich schnell und unregelmäßig geatmet, ich habe auch sehr oft so ein Herzstechen auf der Brustseite, was nicht angenehm ist, vor allem nicht mit der Maske. Ich habe auch ziemlich weinen müssen, weil es mir total beschissen ging. Und wir waren dann erst bei meinem Hausarzt, der hat gemeint, er kann nichts für uns tun, das darf er gar nicht, er kriegt sonst Probleme. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir eben zu unserem anderen Arzt. Und der hat gesagt, hey, wir stellen dir sofort was aus, weil die Symptome, die du hast, das ist nicht gut. Also ging natürlich gar nicht. Und jetzt bin ich eben von der Maske befreit, wurde auch zum Glück von der Schule einfach anerkannt. Es gab keine weiteren Probleme. Es hieß halt nur, ich sollte 1,5 Meter Sicherheitsabstand halten und eben die Hygieneregeln auch einhalten, beziehungsweise also die Maske kann ich natürlich nicht aufsetzen. Und es kommen dann schon viele Schüler zu mir und sagen, wie, du musst jetzt keine Maske mehr tragen, das ist ja voll cool. Also ich merke schon, dass es ein paar Neider gibt, dass ein paar Leute neidisch sind oder auch gern keine Maske tragen würden wollen. Wie gesagt, ich mache das auch aus gesundheitlichen Gründen, wobei ich dazu auch sagen muss, dass es absolut nicht gesund ist, überhaupt eine Maske zu tragen, weil die schützt überhaupt nicht, die bringt nichts. Und uns wird schon fast täglich von den Lehrern gesagt, wir müssen die Hygieneregeln einhalten, Hände waschen, Desinfektionsmittel benutzen, wir müssen eine Maske aufsetzen, wir schützen somit die andere. Und was ich auch ziemlich schade, ziemlich scheiße finde, ist, dass wenn wir in der Pause sind, wir dürfen die Maske auch nur abnehmen, wenn wir essen. Und danach müssen wir sie wieder aufsetzen. Ich bin zum Glück davon nicht mehr betroffen, aber okay. Wir tun die anderen in der Hinsicht dann schon ein bisschen leid. Natürlich sage ich, okay, sie müssen auch was tun, sie müssen aufstehen, wach werden. Für mich fällt es ziemlich schwer, Konversationen in meiner Umgebung zu führen, weil eben so viele entweder, ich sag jetzt mal, dem Schwarm hinterherlaufen oder einfach bei der Meinung bleiben, Masken schützen und wir hören alle, ich sag jetzt mal, auf Söder. Ja, also ich merke schon, dass es ziemlich schlimm ist. Bei den Lehrern wird es halt auch immer wieder thematisiert. Setzt eure Masken auf und wenn es halt dann mal nicht gemacht wird, dann wird wieder ein 10-minütiger Vortrag gehalten. Man solle doch die Masken aufsetzen und das sei doch verantwortungslos. Uns wurde auch schon erzählt, dass wir halt eben dadurch auch unsere Eltern schützen, unsere Großeltern, unsere Geschwister, dass wir nicht nur an uns denken sollen und egoistisch sein sollen, sondern dass wir eben, wie gesagt, auch an die anderen denken sollen. Und ich finde es schon mal echt traurig und schlimm, dass man das auf diese Art und Weise übermitteln möchte, dass man sagt, wir setzen die Maske auf, damit wir andere nicht umbringen, sozusagen. So kommt das für mich rüber. Und was auch schon thematisiert worden ist, dass man doch aufpassen soll, mit wem man sich umgibt, mit wem man redet, was man tut, was man macht. Und das ist für mich auch einfach in dem Sinne wieder totaler Schwachsinn, dass man den Schülern übermitteln möchte. Es ist ja falsch, sich mit den Leuten zu umgeben, die ja eine andere Meinung haben oder eben eine andere Meinung verfolgen. Und meiner Meinung nach ist das einfach nur ziemlich falsch, was die Lehrer machen, weil Lehrer sagen immer, sie setzen sich für das Wohl der Schüler ein, aber ich finde, das ist eigentlich das komplette Gegenteil, weil würden sich die Lehrer für das Wohl der Schüler einsetzen, dann würden sie sagen, hey, das mit den Masken ist Schwachsinn, wir müssen was tun und umgibt euch mit Leuten,
wo ihr meint, die tun euch gut, vor allem in der jetzigen Zeit, wo wir eben Abstand halten sollen, dass wir eben mit Menschen zusammen sind, wo wir sagen, hey, die tun uns gut und wir fühlen uns nicht mehr so alleine. Aber dass man uns dann wirklich sagt, es ist nicht okay oder man soll sich von solchen Menschen fernhalten. Und die Lehrer gehen zwar nicht direkt auf das Thema ein, aber ich denke mir dann schon mental im Unterricht und ich weiß schon, wen er meint. Er meint uns, die Corona-Leugner. Okay, du hast gesagt, du bist Klassensprecherin. Genau. Dir wurden Aufgaben deines Amtes an den Vize-Klassensprecher übertragen. Genau, also ich habe in der ersten Woche, wie gesagt, noch eine Maske tragen müssen. Daraufhin ging es mir eben so schlecht, dass der Arzt mir eine Maskenbefreiung verschrieben hat. Jetzt heißt es eben, ich sei durch die Maske eingeschränkt, was ich ja ziemlich witzig finde, weil eigentlich denkt man doch, dass man eingeschränkt ist, wenn man eine Maske trägt. Auf jeden Fall habe ich eben auch Dienste übernommen, wie Austeildienst oder irgendwas einsammeln. Das darf ich jetzt natürlich auch nicht mehr machen. Ich darf nicht mehr durch die Reihen gehen. Und genau, der Lehrer hat halt eben gesagt, dass dadurch, dass ich jetzt eben eingeschränkt sei, weil ich ja jetzt keine Maske mehr trage, der Vize-Klassensprecher sozusagen ein paar meiner Aufgaben erledigen darf oder soll oder miterledigen soll. Genau. Bist du das erste Mal Klassensprecher oder was? Nee. Also ich bin schon ziemlich lang und oft Klassensprecher. Ich war auch schon Schülersprecherin. Und ich weiß nicht, wie es in Zukunft laufen wird. Ob ich dieses Jahr nochmal die Chance habe, Schülersprecherin zu werden. Oder ob man dann auch vielleicht sagt, man wird vielleicht bestimmte Dienste, die eine Schülersprecherin hat, an den Vize-Schülersprecher weitergeben. Das weiß ich nicht. Ich will da jetzt auch nicht irgendwelche Vorurteile rausziehen. Mhm. Aber ich hoffe mal nicht, dass es so weit kommen wird. Und ich finde es, wie gesagt, einfach nur traurig, was hier in letzter Zeit passiert, was hier los ist. Ich war hier, wie gesagt, heute auf der Demo. Ich fand es super. Ich habe neue, tolle Leute kennengelernt, mit denen ich mich super verstanden habe, was ja sonst eigentlich überhaupt nicht der Fall ist, weil ich, wie gesagt, in einer Umgebung bin, wo ich niemanden treffe, mit dem ich drüber reden kann. Da sammelt sich auch einiges an und ich finde es halt auch einfach schade, dass man eben sagt, wir Leute an der Demo halten uns ja nicht an die Regeln und wir sind ja die Corona-Leugner. Heute zum Beispiel wurde ein Mädchen und ich, das ich ziemlich nett finde, das ich heute auch kennengelernt habe, wir wurden beide von der Polizei konfrontiert und auch durchsucht, also nicht durchsucht, sondern wir wurden halt eben gefragt, hey, wo sind eure Masken? Masken aufsetzen. Dann haben wir gesagt, nein. Haben sie gesagt, doch, Masken aufsetzen. Wir haben gesagt, nein, wir haben keine Maske. Wir haben eine Befreiung. Und dann gab es jetzt mal eine lange Diskussion und ich muss ehrlich sagen, zwei kleine Mädchen sind schon echt gefährlich, dass dann gleich 7, 8 Polizisten um einen herumstehen müssen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich selbstbewusst. Das Mädchen neben mir wäre auch sehr selbstbewusst. Aber wenn da jetzt andere zwei Mädchen gestanden wären, die eben nicht selbstbewusst gewesen wären und ziemlich ängstlich, das wäre für die vielleicht auch ziemlich traumatisierend gewesen. Und meiner Meinung nach ist das Körperverletzung. Geht absolut gar nicht. Also, ein Polizist hätte ja gereicht, einfache Kontrolle. Dass man dann gleich so ein Trouble, sage ich jetzt mal, macht, geht gar nicht. Also, finde ich schlimm. Liebe Alicia, ja. Vielen, vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Kein Problem. Ich wünsche dir viel Kraft. Ich freue mich natürlich, dass du ja viele neue Leute kennengelernt hast. Ja. Hast du noch ein paar Abschlussworte an Schülerinnen und Schüler, die sich nicht trauen, die vielleicht einen Attest haben, aber sich nicht trauen, die sich nicht trauen zu sagen, dass es ihnen schlecht geht im Unterricht oder Ja, ich würde sagen, bleibt einfach stark, macht so wie ich und versucht Leute zu finden, wo ihr sagt, hey, ihr fühlt euch bei denen wohl, weil natürlich ist man alleine vielleicht immer etwas unsicher, aber zusammen ist man viel, viel stärker und kann auch wesentlich mehr erreichen. Wie gesagt, denkt euch nichts, was die anderen über euch sagen, zieht euer Ding durch. Genau an solchen Momenten erkennt ihr eben, wer eure Freunde sind, wer eure Familie ist und zu wem ihr sozusagen gehört. Und was eben auch für euch das Beste ist. Bleibt stark und genau. Ich danke dir. Bitte.